Hallo, ich begrüße dich heute zu einem neuen Video mit mir und mit Daniel, der noch zurzeit am Auto steht. Ja, nach der letzten Folge haben wir uns heute noch mal gedacht gehabt, okay, wir schauen mal, wie jetzt momentan die Ackerlage ist. Wir sind jetzt wieder 14 Tage ins Land gegangen und ja, wir gucken mal, hier haben wir einen freien Acker, hier ist auch eine größere römische Stelle drauf und ja, wir versuchen unser Glück heute. Ja, ich nehme dich mit, aber zuerst mal einen Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, wer Jochen noch nicht kennt, Jochen ist der Generalimporteur für XP-Detektoren. Ich laufe ja mit XP und ja, ich kann Jochen nur wärmsten empfehlen als Detektorenhändler. Ja, ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs, mit der 22.5er Serienspule, habe zurzeit noch die alte Firmensoftware drauf, die V0.71. Ich habe meine Programme alle selbst geschrieben oder vielmehr selbst gemacht. Heute bin ich wieder mit meinem Ackerprogramm unterwegs, was ich mit dem Werksprogramm General herstelle oder hergestellt habe vielmehr. Und zeige euch jetzt nach meinem Intro die Einstellung. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So. Jetzt könnt ihr noch sehen, ich meine, gut, innerhalb von 2 Wochen werde ich ja keine Software-Update gemacht haben. Also wir haben noch die 071 drauf. Ich laufe heute wieder ohne Kopfhörer, so dass ihr alle Töne mitbekommt. Hier ist mein Ackerprogramm. Im Menü gehen wir jetzt, hier habe ich den Disk auf 5.0. Expert, ein Dreiton. Den Sensitiv auf 96, die Frequenzweiche zurzeit auf 3, die Eisenlautstärke auf 1, deswegen, weil ich gerne noch den Eisenton höre, wenn ich eventuell mal ein kleines Eisenteil oder ein Eisenteil neben Buntmetall liegen habe, dann kommt ein Mischton und so erkenne ich das Ganze viel besser. Die Reaktionszeit auf 2, warum auf 2? Mit dem Deus 1 ist man immer auf 3 gegangen, aber mit dem Deus 2 reichen vollkommen die 2 aus, weil der Deus extrem schnell ist, der 2. So, wir haben eine Signalverstärkung hier von 4. Das würde ich auch für jeden so raten, das so zu lassen. Alles, was zu hoch ist, hat man keinen Unterschied mehr, ob der Fund tief in der Erde liegt oder nah an der Oberfläche. Also 4 ist eigentlich die optimalste Wahl. Außer man macht eine Nachsuche, dann kann man das nach oben stellen. So hat man die Signale viel klarer. Ja. So, den Bodenabgleich mache ich hier über den Pinpointer-Button. Dazu hält man den fest und ungefähr 30 cm vom Boden entfernt. Und dann pumpt man nach unten bis 1 cm vorm Boden und dann hat man den Bodenabgleich gemacht. So, ihr seid mit dabei. So, ihr merkt, der Ton wird leiser oder geht jetzt fast weg. Ich habe einen Bodenabgleich von 82. So, jetzt bin ich fertig. Wir sehen uns gleich, hoffentlich beim ersten Fund wieder. Drückt mir die Daumen unten, Daniel, dass wir heute was Schönes finden. Also, bis gleich. So, hier bin ich. Zwar nicht beim ersten Signal, aber ich wollte euch mal so zeigen, wie man so eine römische Stelle identifiziert oder wenn man
Oder wie ich weiß, dass man auf einer drauf ist. Hier haben wir zum Beispiel ein Stück Zement aus der Römerzeit, wo auch die römischen Ziegel drin sind. Und wenn man hier ein bisschen über den Acker schwenkt, sind überall Ziegelbruchstücke von der Bedachung. So, wir nehmen mal ein, so für die Neuen unter euch, das sind jetzt römische Ziegel. Jetzt werden sich viele fragen, wie erkennst du das? Ja, das ist natürlich jahrelange Erfahrung. Also ihr könnt das aber auch erkennen, macht mal einen Daumen nass und dann Finger nass, geht drüber. Und wenn der Ziegel anfängt zu schmieren, oben seifig wird, dann weiß man, dass man einen alten Ziegel hat. Die modernen gebrannten heute, bei denen passiert gar nichts, wenn man die nass macht. Die sind von der Oberfläche sehr hart und lösen sich nicht ab. Okay, das soll es auch gewesen sein. Ich muss weitersuchen, sonst sehen dahinter keine Funde von mir. Bis naja. So, ihr seid mit dabei bei dem ersten Signal, was grabwürdig ist. 51, 52, springt ein bisschen. Macht Sinn, wird auch kein großes Objekt sein. So, wollen wir mal gucken. Nehmen wir einen Pinpointer, eventuell im Haufen oder noch im Loch. So, na, ist an, ist nicht mehr da drin. Ist das so klein, wird wieder so ein kleines Signal sein, Daniel, oder das Objekt. Ja, nochmal nachgucken, richtig. Ja, ist ganz klein. In dem kleinen Haufen da. Da seht ihr schon ein Stück Kupferdraht noch zum Teil ummantelt. Aber das könnt ihr euch ja vorstellen, da zeigt der Deus noch relativ gut an. Okay, bis zum nächsten Punkt. So, hier bin ich beim nächsten Signal. Hier habe ich ein bisschen die Erde schon weggemacht, weil es kam sehr schwach durch, ist wieder ein 57er Signal. Eben nur Müll ausgegraben die ganze Zeit. Also ich werde auch nur wirklich wie immer die guten Funde drin lassen. Ich werde jetzt hier keine Schrottfunde mehr posten, außer wenn es jetzt einer sein sollte noch. Oder das hört. Wie gesagt, das macht ja auch ganz Spaß und das Video wird ja auch dann viel zu lang letztendlich. So, ich denke mir mal ein ganz kleines Teil. Was ist es? Kleiner Folie, ne? Ein kleiner Splitter. So, oder? Ach, ein kleiner Splitter von irgendwas. Ein Bronze-Splitter. So, das wird jetzt das letzte Schrottteil sein. So, ansonsten melde ich mich nur noch mit guten Funden bei euch wieder. Bis dann. So. Hier habe ich ein 84er Signal. Konstant. Wird auch nicht tief sein. Draußen. Muss da oben bei sein. Ich glaube,
Ja, oder? Ja. Ein halbes Ass. Oder ja, ein halbes Ass ist es. Oder was von dem Ass noch übergeblieben ist. Ja, heute ist scheinbar hier nicht mein Tag auf der Stelle. Wenn was an Signalen kommt, ist es nur scheiße. Wie ihr sagt, ich habe euch eben schon gesagt, ihr habt, ich werde nur noch die guten Funde. Ja, da zähle ich jetzt als guten Fund. Das lasse ich drin. Okay, bis später. So, hier sind wir beim nächsten Signal. Wie ich genau unter dem Ziegel draußen ist es. Ist im oberen Knubbelchen hier drin, glaube ich. Na? Doch nicht. Doch, in dem Knubbel hier. Okay. Ich kann es sehen. Es ist im Knubbel noch drin. Und es scheint eine Münze zu sein. Man sieht hier die Rundung. So, ganz vorsichtig. Ja. Einmal. Zweimal. Ja. Ein Ass oder ein Depondius wird sein. Ja, die Kanten sind schon leicht am Brechen. Da muss ich vorsichtig mit sein. Okay. Hauptsache jetzt endlich mal eine ganze Münze. Na, kann man noch was drauf sehen? Ach, das sehe ich drauf. Okay, bis zum nächsten Fund. So, hier habe ich wieder ein Signal. Ein 68er. Irgendwo in dem Bereich, da wo der Kieselstein ist. Ja, Leute, ich habe so viel Müll ausgegraben. Ich habe schon ja keine Lust mehr. Also ich bin schon über den ganzen Acker und der ist schon ein riesengroßer Acker. Mal schauen, vielleicht geht es gleich weiter. Ja. Nicht gerade heute besonders mein Tag. Ein Knopf. Nein, eine Münze. Ja, und auch wieder eine silberne. Aber Moment. Aber auch wieder keine römische, sondern ja, was wird das sein? Könnten ja ein Groschen sein. Ein Groschen. Nach der Form und Größe, ja, wird es zum Groschen sein. Okay, bis später. So, hier habe ich ein weiteres Signal. 87. Sehr stabil. Draußen. Ich glaube, ich sehe es schon. Oh. Ein Beschlag. Ist der jetzt nun römisch? Ja. Auf jeden Fall ein schöner Beschlag. Ja. Muss ich zu Hause sauber machen. Ob der römisch ist, weiß ich nicht. Obwohl wir hier auf dem Römeracker sind. Ach so, ja. Wir haben eben den Acker gewechselt, weil hinten, wo wir zuvor waren, war nichts. Wir sind schon wieder fast anderthalb Stunden rumgefahren, haben den jetzt gefunden. Ja, das ist jetzt hier mein viertes Teil und das erste vernünftige. Okay. Dann hoffen wir mal, geht so weiter bis zum nächsten Fund dann. So, hier habe ich ein Signal, aber das kann ich schon sehen. Das liegt oben auf oder steckt so halb im Boden. Wird wohl ein Volli sein, oder? Nein. Ach, so ein Pfennig ist das. Ein Pfennig, ja. Ein Pfennig. Aber lach oben auf. Okay, bis zum nächsten.
So, da bin ich wieder. Mit einem 66er Signal. Sehr stabil, laut. Liegt hier vorne auf dem Alpha Steve. Oder? Nein. So, jetzt liegt es hier irgendwo. In dem Haufen vielleicht hier. Nein, das ist wieder so klein. Ja. Okay. Ja, das ist ein Volli. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. 10 Meter weiter. Ein 54er Signal. Auch nicht tief. Auch draußen, noch liegt da schon. Ne, das ist Plastik. Ein Clipper oder was, aber das ist Plastik. Okay, gucken wir mal. Oh, ist ja wieder so klein. Ja, da. Ja, der nächste Volli. Hier, jetzt zwei innerhalb von, ja, gut. Ja, eine Minute, zwei vielleicht. Tja, hier das nächste Signal, 59er. Und ich würde mal behaupten, das ist wieder ein Volli. Das ist die Spur direkt nebendran. Und auch nicht tief. Daniel hat auch schon ein paar. Ja, ich würde mal behaupten, dass es einer ist. Ja, ist auch einer. Da, da ist der nächste Volli. Upp. Ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, der Tag hat wieder ein Ende gefunden. Daniel grinst wie ein Honigkuchenpferd. Der will eigentlich gar nicht mit aufs Video, aber ich habe ihn gezwungen. Weil, wenn wir ja schon zusammen gehen, machen wir auch zum Schluss auch die Abmoderation. Ja, was ist dabei heute rumgekommen? Hast mir gezeigt, wo wir überhaupt sind? Wo wir sind? Ja, hier eine schöne Sitzbank. Ja, betreutes Suchen. Ja, aber hier brauchst du nur auf dem Boden schon. Ja. Liegen hier Gefäßscherben. Ja, Gefäßscherben. Neben der Bank. Ich muss den Daniel nachher auch wieder nach Hause bringen. Also das heißt, das Zuhause ist ein bisschen größer. Das nennt sich Klinikum. Hat nur eine gewisse Stundenzahlen ausgegangen. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, heute haben wir mal wieder. Wir sind viel gefahren, statt viel zu suchen. Aber ja, zwei Ecke haben wir heute geschafft. Und ja, jede Menge Müll. Dann haben wir auch ein paar Funde gemacht. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Dazu muss ich jetzt erstmal meine Kamera wieder drehen. Und dafür setze ich sie mal ganz kurz aus. Bis gleich. Ja, leider musste ich jetzt beim Schneiden feststellen, dass ich wohl bei der Abmoderation einen Teil des Videos wohl nicht aufgenommen habe. Ja, warum auch immer. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht der Freund des großen Films, aber dennoch werde ich gleich im Anhang natürlich auch diese Funde, die ich an diesem Tag mit dem Daniel gemacht habe, mit anreihen als Bilder. Ja, dann mache ich das eben jetzt die Abmoderation nochmal, halt ohne Daniel. Nochmal einen Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad, weil das gehört sich, man wird gesponsert, da muss man auch seinen Sponsor benennen. Ja, nochmal in eigener, ja, Regie kann man jetzt sagen, also im Eigenbedarf. Wer es noch nicht weiß, ich habe
ein Online-Shop, der ist jetzt neu, was heißt neu, mittlerweile auch schon ein paar Monate, wenn das Video online geht. Und ja, da könnt ihr alles bekommen, was man zum Restaurieren und zum Reinigen von Bodenfunden braucht. Dazu müsst ihr nur auf die Seite gehen, www.brüsche, könnt ihr entweder mit UE schreiben oder mit Ü, dann -das-original.de. So, dann hoffe ich, ja klar, das brauche ich jetzt hoffen, den werde ich jetzt natürlich direkt hinten dranhängen, den Abspann. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss, euer Markus.